Willkommen, schön, dass Sie dabei sind bei einem Aktionär TV Interview mit meinem heutigen Gast, Andreas Deutsch. Hallo. Hallo Marco. Disney sehen wir schon hinter uns im Chart. Aladdin läuft noch, jetzt ist Toy Story vor einer Woche gestartet, in Kürze dann auch König der Löwen. Schauen wir mal auf Toy Story, lief ja sehr gut an, hat auch Rekorde aufgestellt, der erfolgreichste Start in der Reihe eben von Toy Story. Ja, da wird man sich nicht beschweren. Die Aktie, gut, ist ein bisschen so momentan ein kleines bisschen am Konsolidieren, aber läuft ja insgesamt auch sehr gut. Richtig, genau. Also das war ja hier diese Wahnsinns-Rallye, nachdem Disney Zahlen gebracht hat, den Plan vorgestellt hat für die App, für Streaming. Jetzt, wie du es richtig gesagt hast, also die Konsolidierung hält sich wirklich sehr stabil, dann auch diese ganzen Marktschwächen dann sehr gut überstanden. Was du gesagt hast, also das Kinogeschäft, das wird weiter über Jahre meiner Meinung nach sensationell laufen. Er hat ja noch hier ganz viele Pfeile im Köcher, Marvel, Star Wars, alles Mögliche. Also die Leute sind ja verrückt nach animierten Filmen, Actionfilmen. Die haben sich ja auch im Laufe der Zeit wirklich sehr stark entwickelt, was die Technik angeht. Also wirklich fantastisch. Und hier ist Disney die absolute Macht. Streaming wird natürlich das A plus O sein. Da gibt es ja auch Analysten, die sagen, das ist noch nicht im Kurs komplett eingepreist. Also hier ist noch sehr viel Potenzial und dass die Schätzungen, die Disney halt selber dann sagt, mit den Abonnenten 60 bis 90 Millionen in ein paar Jahren, dass das zu konservativ ist und dass es wahrscheinlich dann dreistellig wird. 130 Millionen werden da genannt. Und wird auf jeden Fall dann die Umsätze und die Gewinne beim Konzern befeuern. Es war ja sowieso immer diese Sache, Disney hat den Content, wie bringt Disney ihn an den Mann? Und da ist Streaming auch bei Sport der Weg, den der Konzern jetzt endlich geht. Es hat gedauert, aber er kommt, deswegen gut. Die letzten Analysten waren dann auch wieder sehr positiv, also Morgan Stanley, Benjamin Swinburne, der hat sein Overweighting-Rating bestätigt, $160 Kursziel, Guggenheim sagt 157, hier haben wir noch eine von BMO Capital Markets von $170, die war letzten Freitag, und Wolf Research sieht sogar Potenzial bis $180, also zuletzt hier sehr bullische Analysten wieder. Ich denke auch, dass hier noch einiges geht, weil man es eigentlich gar noch nicht abschätzen kann, wie viel dann am Ende sich für Disney Plus entscheiden, wie viel das am Ende dann beim Konzern dann materiell dann bringt. Ob diese $6,99, ob das so bleibt oder ob das dann langsam steigt und dass der Konzern vielleicht staffelt, wie es Netflix ja auch macht. Also da geht auf jeden Fall noch viel, was man sich darüber überlegen kann. Also Disney nach wie vor klasse. Genau, der Streamingdienst startet im November, zumindest in Amerika. 2020 soll es dann auch nach Europa kommen und dann haben wir auch spätestens im Winter erste Zahlen zu den Abonnenten. Amazon, auch hier Streaming, wichtiges Geschäft, aber welches Geschäftsfeld bedient Amazon eigentlich nicht? Jetzt kommt auch so die Beauty-Branche noch ein bisschen stärker in den Fokus, rückt in den Fokus. Man hat einen Kosmetik-Channel quasi angekündigt. Was hat es damit denn genau auf sich? Genau, also B2B, es ist also jetzt das nächste Geschäft oder das nächste Business, was sich hier Amazon vornimmt. Man hat ja diese starke Plattform, die halt sehr gut frequentiert ist, also eine der meistbesuchten Internetseiten der Welt. Und dann ist es eigentlich ein leichtes, dass man jetzt sagt, wir bieten jetzt auch den und den Bereich an, jetzt im Bereich Kosmetik, Stylingprodukte für Friseure, für Kosmetiksalons, um denen dann natürlich auch die Lieferwege zu vereinfachen. Also bis jetzt war es ja so, dass sie an den verschiedenen Geschäften dann hingehen mussten, um sich die Sachen dann zu kaufen. Und Amazon bietet sie jetzt in einem Channel an. Da gibt es dann auch direkt positive Analysten-Kommentare, die sagen, das wird es auch wieder so, Amazon wird es dann wieder schaffen, dass die Top-Marken da auch wieder erscheinen, also dass die Konzerne dann hingehen und ihre Top-Marken dann direkt bei Amazon anbieten und der Konzern damit natürlich seine komplette Produktpalette aufwertet und mal wieder mit einem ganz kleinen, also es kostet den Konzern ja, hat man das Gefühl, keine großen Anstrengungen. Man hat ja die Plattform da, man hat die Reichweite und deswegen hier wieder so eine ganze Branche aufmischt. Da gab es ja dann auch alte Beauty zum Beispiel, die dann unter Druck geraten sind. Naja, das wird meiner Meinung nach auch bei weitem nicht die letzte Branche gewesen sein, die Amazon dann nochmal angreift, einfach mal so aus der Hüfte schießen. Und naja, schauen wir mal. Also die Fantasie. Richtig, genau. Die Aktie, wir schauen uns hier den Kurs noch an. Also wir haben jetzt immer noch hier das Verlaufshoch bei $1,964. Hier unten die Marke sichert dann ab. Über der 200-Tage-Linie hält sich die Aktie. Aber das Break über das Verlaufshoch, das lässt noch auf sich warten. Wenn es dann erfolgt, wenn der Markt also dann mal richtig Schwung aufnimmt, dann ist das Rekordhoch hier bei $2,050 nicht weit entfernt. Und na, ich denke mal, es sollte
sieht es danach aus, vielleicht in der zweiten Jahreshälfte, oder was heißt vielleicht, in der zweiten Jahreshälfte geknackt werden. Dann schauen wir jetzt auf ja, einen Beauty-Konzern, der genau, vielleicht richtig, auch in Zukunft ja. bei ja. Amazon dann vertreten ist mhm. und da angeboten wird, Estée Lauder. Richtig, genau. Also sehr starke Aktie, sehr stark gelaufen. 35er KGV für 2019, für 2020 haben wir ein KGV von 32. Also die Wachstumsraten beim Gewinn, die sind jetzt nicht so üppig, aber trotzdem hält die Aktie sich wunderbar. Der Markt hier noch sehr viel Potenzial in China aussieht, was noch ausgespielt werden kann. Wir haben die Aktie empfohlen und sie ist 50% im Plus. Also die war damals schon nicht so günstig, aber trotzdem läuft der Laden weiterhin. Also wirklich hier eine sehr trendstarke Aktie. Und deswegen würde ich auch sagen, hier Gewinne laufen lassen. Apropos nicht so günstig, wir schauen auf Beyond Meat. Ja. Wir haben schon öfter darüber gesprochen, die Hype-Aktie eigentlich im Moment. Es gab ja, einiges an Bewegungen. Wir sind absolut. Ja hier, das gibt es noch nicht so lange, deswegen sieht der Chart also seltsam aus. Ist ja erst vor kurzem an die Börse und trotzdem über 500 irgendwas Prozent schon zugelegt seit dem IPO. Ja, das variiert halt täglich. Ne? Das war doch die extrem. Stand, wir haben sie jetzt hier nicht mehr, das war der Tagesgewinn dann, dass sie mal kurz über $200 war. Und naja, dann hat sie es etwas zerbröselt, dann war sie dann auch bei $128, jetzt sind gestern wieder ordentlich zugelegt, bei $160 her. Also was soll man dazu sagen? Der Markt ist super spannend und das Thema polarisiert ja auch. Ich finde das ja sensationell. Also wir haben ja hier wirklich eine Revolution, die wir jetzt noch ganz am Anfang erleben. Also man sieht ja auch, dass die Leute sehr auf das Klima achten, also Fridays for Future nur ein Beispiel. Und dass die Essgewohnheiten sich dann auch in diese Richtung dann verschieben. Also dass es jetzt nicht ein vorübergehendes Phänomen ist, sondern dass es wirklich ein langfristiger Trend werden kann. Und das ist ja auch das so, was ja viele auch sagen, das Zeug schmeckt sehr gut. Es schmeckt halt wie das Original, also wie Fleisch. Und ja, bei vielen ging es halt wirklich dann nur um den Geschmack. Und wenn er so stark ist, mein Gott. Also was die Konkurrenz schläft nicht. Wir haben, glaube ich, letztes Jahr genau, ja. jetzt Meatless Farm. Ich glaube, der alle, ist der sind alle am Start. UK-Produzent. Genau. Amerika Tyson Foods ist also eigentlich Fleischproduzent, will aber auch einsteigen. Ja. Kellogg haben wir auch noch mit Morningstar. Nestle ist ja bei McDonald's. Naja, klar, aber am Ende muss man halt sehen, wer sich dann jetzt da durchsetzt, ob es da auch möglich ist, eine Marke dann so zu etablieren, dass die Leute sagen, hey, ich esse nur Beyond Meat Burger. Keine Ahnung. Also es ist super spannend und ja, es ist halt Wahnsinn, dass der Markt so dann auch nochmal so in diese alten Reflexe wie ein neuer Markt dann zurückfällt und dann sagt, es ist völlig egal, wie die Aktie bewertet ist, ich will dabei sein, die läuft noch weiter rein. Und dass man das ausklammert, dass wir ein KUV von 45 haben bei Beyond Meat, das Unternehmen ja noch keine Gewinne macht. Naja, schauen wir mal. Also ist überbewertet, aber auf die Watchlist gehört es auf jeden Fall. Die Watchlist auf jeden Fall, also wenn es da mal einen Organ, würde ich jetzt mal einen Rücksetzer da mal geben, dann kann man dann auch mal die zweite Welle dann reinschreiben. Da muss man dann aber auch mit einer extremen Volatilität dann rechnen. Also, naja, schauen wir mal. Wir werden es weiter begleiten, wie du sagst, sehr spannend. Planet Fitness, haben wir auch schon öfter drauf geguckt. Die haben ja dieses spannende, gut, Abo-Modell haben die meisten Fitnessstudios, aber hier scheint es auch sehr gut zu funktionieren. Dennoch aktuellen Rücksetzer, woran liegt es? Oder ist es einfach nur eine kleine Korrektur? Also die Aktie ist ja sensationell gelaufen, wenn man jetzt hier weiter zurückgeht, wirklich Traumchart. Wir haben sie letzten Mai im Heft gehabt, haben wir jetzt nicht mehr dabei, hat sich verdoppelt seitdem. Da war sie auch schon recht hoch bewertet. Aber im Grunde ist es so ein Modell wie eine Burgerkette, die auf Franchise setzt. Also Planet Fitness hat ja 1800 Fitnessstudios gerade in Amerika, will 4000 in Nordamerika bekommen. Also das bedeutet quasi halt wie Starbucks oder sonst was, hast du an jeder Ecke dann Planet Fitness. Funktioniert dadurch, dass der Preis extrem gering ist. Also das Basis-Abo kriegst du ja schon für $10. Und der Platz ist wirklich groß. Wir haben hier riesige Fabrikhallen, wo die ganzen Geräte dann stehen. Und da musst du auch nicht warten. Also du kannst dein Workout dann in der Mittagspause dann mal kurz machen, ohne anstehen, Laufband, Geräte, wirklich alles zahlreich vorhanden. Und viele fühlen sich auch wohl, weil es nicht so diese klassische Pumper-Szene ist, sondern du hast halt alles dabei. Also wenn du dir die Videos anguckst, alle möglichen Leute dabei. Und es funktioniert natürlich auch, weil die Amerikaner die Versicherungen und die Arbeitgeber darauf achten, dass ihre Mitarbeiter und Versicherten gesund sind, etwas abnehmen und ihnen dann das dann bezahlen. Und naja, also du musst halt beweisen, dass du da wirklich aktiv bist. Und das funktioniert wirklich sehr gut. Und das ist dann auch so eine
so ein Unternehmen, was in einer Branche plötzlich Gas gibt, die Branche durcheinander wirbelt, die es schon lange gibt. Also Fitnessstudio gibt es ja, was weiß ich, seit wie vielen Jahrzehnten schon. Aber mit einem neuen Geschäftsmodell geht man dann hin und sagt, so, wir machen jetzt alles anders, wir mischen das richtig aus. Also disruptieren ist ja hier das Stichwort. Und deswegen ist es wirklich dann auch so ein höheres KGV gerechtfertigt, meiner Meinung nach. Und die Aktie läuft ja wirklich sensationell. Dann kleiden wir uns jetzt noch für den Fitnessstudio-Besuch ein, vielleicht bei Adidas. Ja. Jetzt diese Woche lief es nochmal richtig gut, gab positive Analystenkommentare, genau, haben die Aktie angetrieben. Goldman Sachs beispielsweise, oder? Genau, Goldman Sachs sagt 310 Dollar. 310 Euro, genau. Bärenberg sagt 315, hat die Aktie auch aufgestuft. 315 Euro, ja, wir haben jetzt KGV von knapp 28 schon, die Aktie läuft trotzdem weiter. Also wir hatten ja hier dieses Tief, was ja sich letzten Endes als absolute Kaufchance dann entpuppt hat. Und jetzt hier haben wir neue Rekordfall. Also, wie gesagt, ich habe eigentlich schon auch in den letzten Sendungen immer wieder gesagt, Marke ist top, Digitalisierung läuft wunderbar, dass man auch diesen Online-Vertrieb dann weiter nutzt. Also im Moment super trendstark, bestes Momentum, was man sich hier wünschen kann. Und deswegen sollen wir auch hier auf jeden Fall die Gewinne laufen lassen. Es wäre ja irgendwie auch dann Quatsch, dann hier irgendwann zu sagen, da geht nichts mehr. Man sieht es ja auch hier, also sie ist ja immer dann noch weiter angesprungen und läuft und läuft und läuft. Dann schauen wir das nächste Mal wieder drauf, wenn sie hoffentlich noch weiter gelaufen ist. Danke für heute, das war's schon. Sehr gerne. Ja, das war's. Wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn Sie mögen. Bis dahin, machen Sie es gut. Auf Wiedersehen.